So, ja, geschafft. Herzlich willkommen zu dieser kurzen Wochenshow für die nächste Woche. Ich bin wieder aufgetaucht aus der Versenkung. Wir haben ein sehr intensives Training gehabt. Ich habe gerade 10 Tages Training hinter mir in Psychology of Vision und wir haben ein Apprenticeship gehabt. Das ist ein Intensivseminar, bei dem dieses Mal zum ersten Mal auch die Trainer die Morgensitzungen geleitet haben. Und ich bin auch in den Genuss gekommen, eine Joining-Sitzung zu leiten, eine dreistündige. Und das war ein tolles Erlebnis. Ein ganz neuer Schritt oder Ebene, die wir da erreicht haben und angegangen sind. Und freue mich sehr, jetzt wieder auch für die hiesige Welt sozusagen verfügbar zu sein. Der Tagesrhythmus war schon ziemlich verrückt, weil es ein internationales Webinar war und wir hatten Leute aus USA, aus Asien und Europa dabei und deswegen waren das ziemlich interessante Zeiten. Ein bisschen sieht man noch die Ringe unter den Augen. Wir haben vorgestern haben wir aufgehört. Na, gestern war unser Ende. Ja, und ich freue mich auf diese Woche mit euch und hier und mit den Veranstaltungen von Schöner Leben Institut in Alexandertechnik und den anderen Methoden der Bewusstseinsschulung. Und darüber möchte ich kurz euch nur informieren, dass es wieder weitergeht, morgen früh um 7 mit dem wahren Selbst. Wir haben wieder die Morgensitzungen, die kostenfreien für eine Stunde, die jetzt wieder starten nach der zweistündigen Pause. Und freue ich mich auf alle, die Lust haben, dabei zu sein und ein bisschen ihre Fähigkeit für Kontemplation und Selbstkontakt, Selbstbefreiung weiter zu entwickeln. Und ansonsten gibt es eben noch einige Plätze auch für die Einzelcoachings. Und die Einzelcoachings waren eine der wenigen Sachen, die ich weiter verfolgt habe während dieser 10 Tage, neben dem letzten Unterrichten für die Folkwang-Universität, wo wir auch einen sehr schönen Abschluss gefunden haben des Semesters jetzt online, interessanterweise. Und die Einzelsitzungen, ich habe dieses Jahr zum ersten Mal so ein Paket im Angebot eben, wo die Leute sich für ein monatliches Einzelcoaching engagieren können und ich hatte wirklich sehr tiefgreifende Sitzungen in dieser Woche und auch in der letzten mit den Leuten, die diese Jahresprogramme gebucht haben und ich bin so froh, dass ich auf diesen Trichter gekommen bin, denn mir ist klar geworden, wie viel interessanter das ist, wenn mit Leuten zu arbeiten, die einfach Lust haben, grundsätzlich was zu verändern und nicht nur in Notsituationen sich ein Coaching nehmen und die nächsten Lernschritte machen. Und ich habe einer langjährigen Teilnehmerin gesagt, vorgestern so, diese Sitzung, die hättest du nie genommen, wenn du nicht dieses Abo zugestimmt hättest vor 2 Monaten. So. Und sie meinte auch so, ja klar, nee, da hätte ich nie gemacht, aber jetzt können wir hier an den Feinheiten arbeiten. Und wenn wir an Feinheiten arbeiten können, das ist halt der Luxus, weil das Lernen ist viel effizienter, wenn der Leidensdruck nicht so groß ist. Der Leidensdruck ist sehr gut für Motivation, wenn etwas Schlimmes passiert oder so, aber wenn der Leidensdruck sehr hoch ist, ist egal, ob es ein Coaching ist oder eine Alexandertechnikstunde, wenn jemand mit einem chronischen Problem in der Körperstellung daherkommt, habe ich lange, lange hartes Lernen geschafft zu kapieren, dass die einzige integre Weise, wie ich jemanden unterstützen kann in dem Zusammenhang, hey du, ist, dass ich ihm sage, wenn du wirklich was verändern willst, komm mindestens 10 Mal, sonst können wir es gleich bleiben lassen. Ja? Leute kommen mit einem Bandscheibenvorfall oder mit einer krasse Knochenrückbildung in einer Hüfte oder sowas und man muss trotzdem
praktisch das Bewusstsein unterstützen, dass sie jetzt aufgerufen sind, einen Weckruf sozusagen, sich zu engagieren, zu sagen, hey, ich will diese Sache in den Griff kriegen und mein Körperbewusstsein braucht mich. Oder, und so ist es auch mit unseren chronischen Themen in Beziehungen oder im Zusammenhang mit unserer Verwirklichung, dass wir unser Bewusstsein, unsere Seele, die braucht uns, unser Herz braucht uns, wenn wir irgendwo richtig stark hängen und ja, so einen seriösen Rahmen zu schaffen. Das ist wirklich sinnvoll und ja, bin ich endlich alt genug geworden, um das auch zu verstehen und auch zu vertreten zu können und so weiter. Das war ein interessanter Schritt. Genau, und diese Woche gibt es noch ein paar Einzelcoachings für alle Leute, die Lust haben darauf. Ich mache auch die Alexander-Technik-Arbeit im Moment über die Distanz für Leute, die daran interessiert sind. Aber da ist es auch so, wenn ihr Lust habt, die Alexander-Technik kennenzulernen oder ein chronisches Thema in eurer Körperstellung zu verändern, dann ist es wichtig zu kapieren, dass es erstmal super viel neues Lernen braucht, um das zu verlernen, was da die Probleme verursacht, eben auch auf der funktionalen Ebene. Und dafür ist es super sinnvoll, wenn ihr an den Gruppenveranstaltungen teilnimmt. Es gibt auch wieder ein Webinar. Ich habe noch mal eins reingestellt für den kommenden Freitag von 17 bis 19 Uhr. Und wir hatten gestern eins und da waren auch ein paar neue dabei und natürlich die alten auch. Und sehr schön. Also ist jetzt das zweite Semester abgeschlossen, in dem ich eben auch diese große Menge an Tanzstudenten unterrichte und Musikstudenten im Gruppenunterricht online. Und keine Ahnung, es macht einfach Sinn. Es ist ganz anders, als wenn ich die Hände drauf tun kann und so, aber es gibt sehr, sehr, sehr viel Möglichkeit, was zu verbessern da. Und ja, deswegen kommt vorbei, Freitag von 5 bis um 7 und stellt sicher, dass ihr diese Kontaktbeschränkungen nicht benutzt als Ausrede für, ach, dann mache ich diese ganzen Sachen, die ich mir mal vorgenommen habe, ein andermal oder so oder später. Ja. Dann gibt es wieder, also wie gesagt, morgen früh das Morgensitzung kostenfrei und dann das wahre Selbst auf Englisch gibt es wieder am Donnerstagmorgen von 7 bis um 8 True Self Morning Sessions for everybody interested in starting the day with a lot of relaxation, contemplation, contact with your inner world and access to self-realization and happiness through embodiment, release, joining and so on. This is a Zoom audio only. Das ist nur, diese Morgensitzungen sind nur mit der Audio-Verbindung. Da haben wir die Kamera ausgeschaltet. Auf Zoom, wie gesagt, Freitag die Alexander-Technik. Und ja, das war's dann für diese Woche. Der nächste Joining-Abend, der nächste Online-Joining-Abend, findet am Montag darauf statt. Ich glaube, das ist dann der 15. oder sowas. Erfolg durch Empathie ist das Motto jetzt in diesem Jahr. Und ja, freue ich mich auch darauf. Da haben wir die Kamera an, da machen wir Prozessarbeit, haben wir 2 Stunden Montag von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr, alle 2 Wochen. Ja, und cool. Ich freue mich auf diese Woche. Ich freue mich, wieder zurückzukommen in diese Welt hier. Ihr wisst ja, mein Lieblingsforschungsgebiet ist der authentische Selbstausdruck. Ich habe damit angefangen, meine Forschung zu entwickeln, weil ich neugierig war, wie ein Künstler auf der Bühne authentisch sein kann und sein eigenes Erleben echt in seinen Bühnen handeln einfließen lassen kann, auf eine Weise, die eben die Unmittelbarkeit und die Schönheit des Augenblicks rüberbringt und so. Und deswegen habe ich all diese Forschungen gemacht und bin immer noch weiter am Forschen und habe 50-50 zwischen meiner künstlerischen Arbeit und meiner Forschungsarbeit und meine Weiterbildung und so weiter. Und ja, und ich liebe halt diese Ich liebe halt immer wieder ein bisschen Dekoration dabei zu haben, die lebt und die auch die Seinsdimension mit reinbringt.
in die Informationsebene und die Ausstrahlung und all diese schönen Sachen. Und ich glaube, ich mache jetzt einfach Schluss, damit ihr auch irgendwie einen schönen weiteren Verlauf des Abends habt. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ach ja, so was diese Blume drauf hat eben, ist, dass sie uns ihre Energie verkauft. So, sie macht uns ihre Energie schmackhaft. Man weiß nicht, ob das wirklich ihre Absicht ist oder ob das ihr einfach nur so in die Wiege gelegt ist. Und die Energie zu schmecken, die sich verändert, wenn wir Bewusstseins Entwicklung machen, wenn wir in Bewusstseinsschulung investieren, wenn wir uns unsere Chakren öffnen, unser zelluläres Bewusstsein erhöhen und die Verkörperungsfähigkeit erhöhen, dann bringt das auch eben diese Möglichkeit, dass wir selber mehr und mehr einen Geschmack dafür bekommen, was eine gute Richtung sein könnte, weil es eine Referenz ist, die unseren Alltagstrott unterbricht, weil unser alltagsgewohnheitsmäßiger Umgang mit uns eben immer wieder unterbrochen wird, wenn wir zum Augenblick sagen können, hey, verweile doch, du bist so schön, ja. Es schmeckt gerade so gut, es ist gerade so lecker. Und ja, das ist eines der Mottos, mit denen wir arbeiten. Und schaut vorbei diese Woche oder habt eine gute Woche. Alles Liebe und das war's. Bis dann. Tschüss.